gemeinsames diakonisches Werk kann eine gewichtige Stimme in allen sozialpolitischen Fragen sein. Und darauf kommt es an, dass wir unsere sozialpolitischen Anliegen auf Spitzenebene gegenüber der Landesregierung gut vertreten und damit auch Gehör finden. Und das gelingt uns am besten, wenn wir gemeinsam mit einer Stimme sprechen und auch die Belange der evangelischen Diakonie in Wiesbaden bei den politisch Verantwortlichen vertreten. Habt ihr auch feste Schuhe dabei? Ja, Proviant! Diakonie lässt sich nicht an Kirchengrenzen festmachen. Unser gemeinsames Bezugsfeld ist Hessen und dazu ist diese Fusion genau das Richtige. Ich glaube, das ist eine echte Stärkung der Diakonie. Wir haben es uns hier zur Aufgabe gemacht, Menschen mit einer seelischen Behinderung den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen und sie auf dem Weg dorthin zu begleiten. Burnout ist eines der maßgeblichen Ursachen für psychische Erkrankungen. Viele Menschen, die hierher kommen, berichten uns über einen vorausgegangenen Burnout. Diakonie ist für mich die Möglichkeit, christliche Nächstenliebe zu praktizieren. Und das als Beruf auszuüben, ist besonders schön. Gips bzw. Fließ oder Gießkeramik. Anderen zu helfen, dafür gibt es mehr als genug Gelegenheiten und Möglichkeiten. Viele helfen müssen aber auch durchaus professionell organisiert sein. Und dafür sind dann Einrichtungen wie die Diakonie letztlich auch wieder wichtig und notwendig. Als Werkstatt für behinderte Menschen ist unsere Aufgabe, eben unsere Beschäftigten wieder an das Arbeitsleben heranzuführen, ihnen dann langfristig wieder den Einstieg auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. In Verbindung schon auch mit dem Gedanken des ökologischen Landbaus oder des Schöpfungsgedanken, so können Sie es ja auch nennen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und eben auch für nachfolgende Generationen einfach zu erhalten. Diakonie ist der Versuch, das biblische Liebesgebot konkret umzusetzen. Also, wenn ich an Jesus denke, mit seinen Augen, sage ich mal, die Menschen wahrzunehmen, die Problemsituationen wahrzunehmen, so wie er das gemacht hat, und zu gucken, was wir hilfreich mit den Menschen und für die Menschen dann tun können. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist einfach sehr vielfältig, bietet für verschiedene Menschen mit verschiedenen Vorlieben und Neigungen eben viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Die Arbeit mit Tieren, stellen wir immer wieder fest, ist einfach auch, tut einfach gut. Und ja, man hat eben die Möglichkeit, vieles auszuprobieren, sich zu erproben und darüber auch zu schauen, wie soll denn mein weiterer Lebensweg vielleicht aussehen. Eva, da ist eine große diakonische Einrichtung, die hessenweit arbeitet. Von daher haben wir ein Interesse daran, dass auch die Diakonie sich hessenweit aufstellt und mit einem Wort in Hessen gegenüber den dortigen Partnern spricht.
Hallo. Hallo. Bitte schön. Danke. Sie sind auf dem Birkenhof in Gedern in einer Einrichtung für junge Menschen, die Hilfe brauchen, die eine seelische Erkrankung haben. Sie sind so zwischen 18 und 25. Die Gruppe ist sehr jung. Die jungen Menschen kommen meistens aus Großstädten, haben Schwierigkeiten am Anfang mit unserer Lage, weil hier so wenig Action ist. Aber die Arbeit an der frischen Luft und die kleine Gruppe führen dazu, dass wir eine sehr gute Gemeinschaft haben. Die jungen Menschen werden hier seelisch stabilisiert und wir versuchen, ihnen eine Perspektive aufzubauen. Bei uns ist es so, dass die jungen Menschen Verantwortung für die Tiere übernehmen und dadurch lernen, generell Verantwortung zu übernehmen. Die jungen Menschen kümmern sich um die Tiere und die Tiere lieben diese jungen Menschen, ob sie krank sind oder nicht, spielt keine Rolle. Ich sehe Diakonie als ein Helferverbund, als eine Vereinigung von Einrichtungen, die Menschen, die Hilfe brauchen, unterstützen.